Natürlich, das ist das Mindeste, was ich tun kann, um mich dafür zu bedanken, dass ihr auf mein Buch aufgepasst habt. Bitte? Auf dein Buch? Nee, da hast du aber was falsch verstanden, Kindchen. Das ist nämlich unser Buch. Jawohl. Und wer bist denn du überhaupt? Ich bin Horatio. Allerdings kennen mich die meisten nur als den Zeitlosen. Momentchen. Du willst uns also weismachen, dass so ein Zwerg wie du der verflixte Zeitlose ist? Wer ist hier ein Zwerg, du alte Portion? Ich bin eine Fee, sieht man doch. Wir sind eben so klein. Frecher Kleiner! Du bist Olli, oder? Und du bist in unserer Welt auf Reisen? Ja. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen reisen. Ich habe mich schon lange nicht mehr auf unserer Welt umgesehen. Nun gut, ich werde nach Süden in die Wüste wandern. Ich hoffe, wir werden uns in der dortigen Stadt wieder treffen. Bis bald. Ja, Und trotzdem bleibt er hier stehen. Sagt er noch was? Die Wüste befindet sich südlich von hier. Das ist mein nächstes Ziel. So, aber hier, das sieht mir doch schwer nach Quellwasser aus, das man hier sammeln kann. Während er unseren Fisch hier schleppt. Vielleicht hier? Nee. Aber erstmal zum Krug. Du hast eine Pastete! Leckere Pastete! Hier gibt's auch kein Quellwasser anscheinend. Und jetzt auf zum König mit unserem roten Hering! Lecker, schmackig. Ja, rede. Hier schon wieder? Wir konnten König Toms Haustier leider noch immer nicht finden. Meinst du den hier? Wir sind hier, um den König seinen Fisch wiederzubringen. Ist das... Meine Güte! Den majestätischen Purpur des geliebten roten Herings unseres Königs würde ich unter Tausenden wiedererkennen. Das soll mich doch. Muss wohl durch die Abwasserkanäle in die Stadt rausgeschwommen sein, denke ich. Meinst du? Ich muss die anderen Wachen sofort darüber in Kenntnis setzen. Ach, wenn ich mich recht entsinne, ihr wolltet. Genau, wir müssen den König sehen. Aber natürlich. Aber in seinem derzeitigen Zustand. Was ist? Stimmt was nicht? Das kann man wohl sagen. Habe ich erwähnt, dass der Pfleger des roten Herings ihn einfach hat entwischen lassen? Alle im Palast sind in letzter Zeit so nachlässig geworden. So nachlässig, dass wir sogar die Hilfe von Reisenden benötigen, wie ihr selbst feststellen konntet. Ich sollte es euch vermutlich nicht sagen, aber der König selbst ist das Phlegma in Person. Und diese Passivität scheint sich auf seine Untertanen zu übertragen. Phlegma? Ist das sowas wie Faulheit? Ja, das kommt von phlegmatisch. Ich fürchte ja. Nun, vielleicht wird es ihm den nötigen Elan verleihen, wenn er seinen geliebten roten Hering zurückbekommt. Hinein mit euch! Schick, wir gehen zum König. Na los, Olli! Ja. Das ist richtig. Hajimemashite, Kokuo-sama! お前たちか、身の大切なものを届けてくれたのは。はい。そうです。それで、褒美は何がいいのだ。言うてまえて。遠慮はいらぬ。何なりと申してみよう。それは。はいよ、申せ。国王様の持つ魔法の杖です。ほほう、魔法の杖とな。Der König ist cool。お前は一体。この匂い、もしや。お察しの通り、この者は一の国の者。私にかけられていた魔法を解き放つ力を持っておりました。なんと、あのお方の魔法を解いたというのか。
この少年が？はい。よせよ、分かっておるのか？余計なこと。あのお方に背けばただでは済まぬぞ。分かっております。しかし。しかしなんだ？このものならあるいは。ミーには関係ない。Das sah aus, als hätte Herr Blay umgebracht. Schizuku, Zue wa morae nai no? No yo ya na. Oh. Ich finde den König cool, der ist genauso faul wie ich. Oh. Zue wa dou naru no? Yousu ga hen ya to omotta kedo. どうやら国王は抜け殻人のようやな。国王様が？失った心はやる気や。国王がやる気の心を失ったせいで、この国は国全体が抜け殻人になってしまってるようや。Ja, dann holen wir uns einfach Enthusiasmus. じゃあ、探しに行こう。心のかけらを。お、お前の方のやる気は問題ないの？ Ach, jetzt reden sie nicht mehr.Die Wache vor dem Stadttor hatte auch zu wenig Enthusiasmus, oder? Genau, Olli. Wie gesagt, wegen seines gebrochenen Herzens reißt der König alle anderen mit ins Verderben, schätze ich. Aber die andere Wache hat uns was von ihrem Enthusiasmus gegeben, damit wir seinem Freund helfen. Wir sollten ihm um einen Nachschlag bitten. Nee, Junge. So läuft das nicht. Es gibt eine ganz wichtige Regel, wenn es um Herzstücke geht.Echt? Und welche ist das? Na, du kannst nicht zweimal das gleiche Stück von derselben Person nehmen, verstehst du? Ein Portionchen ist in Ordnung, mehr wäre gefährlich. Oh, das wusste ich nicht. Ich werde von jetzt an sehr vorsichtig sein. Aber was machen wir nun, Tröpfchen? Wir durchkämmen die Stadt nach jemandem, der übermotiviert ist. Was sonst? Es war ein verpennter Ort hier, aber irgendwo wird schon so einen geben.Die Frage ist nur, wo? Katzbuckel ist schließlich nicht gerade ein Dorf. Genau genommen ist es sogar ziemlich groß. Ja, da werden wir doch wen finden. Da ist was dran. Steckt hier etwa jemand in der Zwickmühle? Dumm, dumm, gib gumm, gumm. Oh, hallo, Herr Sprechender Stein. Ihr scheint etwas ratlos, meine jungen Freunde. Ich habe mir gedacht, dass euch eine Prise meines umfangreichen Wissens wohl von Nutzen wäre. Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Wir müssen uns nämlich von jemandem ein Stück Herz borgen, aber wir wissen nicht, wo wir es finden können. Nichts leichter als das, mein lieber Oliver. In solchen Fällen solltest du einfach deine Fiole im Auge behalten. Ohohoho! Wie genau meinen Sie das? Nun, die Fiole ist nicht nur dazu gut, Herzstücke aufzubewahren. Sie reagiert auch auf deren Präsenz. Befindet sich eins in der Nähe, leuchtet sie auf. Schick. Dann können wir damit also Enthusiasmus aufspüren, nicht? Also, mein Junge, ich erzähle dir noch ein bisschen was über deine Fiole. Du wirst feststellen, dass sie hin und wieder hell leuchtet.So reagiert sie, wenn sich jemand in der Nähe befindet, der eine der Tugenden des Herzens im Überfluss hat. Ja. Tja. Überdies leuchten alle, die ein Stück Herz abgeben könnten, in sattem Grün auf der Minikarte rechts oben auf dem Bildschirm. Super. Daraus lässt sich zwar nicht ersehen, welche Tugend die Person im Übermaß besitzt, aber es sollte sich dennoch als äußerst nützlich erweisen. Das wird es bestimmt.Und nun mach dich auf, um dein Herzstück zu finden, junger Abenteurer. Vielen Dank, Herr Sprechender Stein. Und solltest du je wieder einen Rat benötigen, werde ich dir ganz zur Verfügung stehen. Oh, das klingt so falsch. Aber nun lebt wohl, meine Freunde. Alles klar, Olli. Suchen wir uns wen mit zu viel Enthusiasmus, ne?Wenn deine Fiole plötzlich aufleuchtet, dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Verstanden. Los, Tröpfchen. Ja, so geht's los. Wir suchen uns ein Herz, aber... Oder ein Herzstück, so gesagt.
Aber ich denke, ich werde hier jetzt schon den Cut machen und die Überleitung zur nächsten Folge. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt machen werde mit dem Upload-Plan. Aber irgendwie finden wir schon irgendwas. Also bis zur nächsten Folge in Katzbuckel.